Hey liebe Freunde, willkommen zurück zu Final Fantasy Part 4. Wir haben schon etwas länger nicht mehr aufgenommen. Ja, könnte daran sein, dass wir jetzt wieder die PS3 rausgekramt haben, um somit das Spiel weiterspielen zu können. Ja. Zuletzt, was ist denn zuletzt passiert? Unsere Iris haben wir aus der, wir haben eine Iris kennengelernt und haben sie aus der, Clown der, Turk befreit. So relativ befreit, wir sind einfach abgehauen. Und somit haben wir sie gerettet und bringen sie jetzt zurück nach Hause. Ja, wir sind noch etwas angeschlagen von den paar Monsterfighten, die wir haben. Aber die sollten für uns kein Problem sein. Aua, das hast du nicht tun. Wir aktivieren aber Blitz 2-1. Schlitz! Wie haben die es überlebt? Wirklich, wegen 10 HP. Ach! Schlotz! Ja, das ist jetzt tierisch unnötig, das zu usen. Allerdings, wenn wir aus dem Sektor draußen sind, allgemein komplett draußen sind, werde ich auch meine Substanzen alles leveln. Eventuell würde ich dazu auch ein Part machen, dazu was bereden. Aber sonst würde ich das sogar auch sein lassen. Und einfach selbst leveln und dann wieder anschließend in den Parts reingreifen. Wie ihr das seht, bitte in den Kommentaren schreiben. Es könnte ja sein, dass ihr das nicht so wollt. Dann lasse ich es auch sein. Gut, wir werden auch hier ein paar Substanzen oder halt allgemein mal Sachen abgreifen. Egal, ob du nur Schrott hast oder Substanz hier in den Slums, kannst du alles kriegen. Du hast jede Menge Substanz, aber warum guckst du sie nicht genauer rein? Gut, was hast du denn für mich? Nur Scheiß, okay, dann bye. Wir wollten eigentlich zum Rüstungsfuzzi. Ich glaube, der ist hier, oder? Nein, das ist der Objekt. Aber egal, gib mal was hast du denn? Tränke. Ja, komm, ein Zelt. Holen wir jetzt ein paar Stück. Ja, danke schön. Leute, wieso haben wir so viel Geld? Okay, cool. Das Geld ist bei uns willkommen. Okay, dann möchten wir nicht hören. Das ist uns Wayne. Wo ist der Rüstungsfuzzi? Ah, hier. Jo. Pass auf dich auf. Das ist das Gesetz des Slums. Aber dafür brauchst du erstmal Waffen, stimmt's? Ja gut, aber Waffen haben wir doch eigentlich schon. Aber gut, Titan. Gibst du mir mal davon? Ja. Gut, dann haben wir hier auch noch hier Titanreif. Das heißt, Cloud kann auch noch was nehmen. Was haben wir denn hier wieder herstellen? Blitz und... Ja gut. Dann nehmen wir noch Feuer mit. Feuer ist OP. Hey, warte mal. Hat Iris eigentlich auch was? Wiederherstellen? Ja gut, gut, gut. Sie muss wiederherstellen haben. Das möchte ich gerne hochtrainiert haben, beides. Es wird gut besser sein für die Battlegrounds, die es da gibt. Aber da gibt es auch eine Schutzsubstanz. Ja, die finde ich eigentlich relativ sehr unnötig. Aber wir können sie ja hochpushen und dann, wie heißt es ja, wegschmeißen. Nicht wegschmeißen, aber halt verkaufen. Ja, ich würde sie doch... Ah, fuck, ich habe das mit der anderen Taste verwechselt. Wir werden sie doch noch für Feuer benutzen. So habe ich noch Vitalität ein bisschen nach oben. Und ich kann somit Aeris ein bisschen besser beschützen. So, rein damit. Ich bin zu Hause, Mama! Ja. Das ist Cloud, mein Bodyguard. Bodyguard? Heißt das, dass dir wieder jemand gefolgt ist? Bist du in Ordnung? Du bist doch nicht etwa verletzt? Nein, ich bin in Ordnung. Cloud war bei mir. Danke, Cloud. Und was machst du jetzt? Sektor 7, weit von hier. Ich will zu Tifas Bar gehen. Ist Tifa ein Mädchen? Ja. Eine Freundin? Freundin, auf keinen Fall. Wie antworten wir? Tifa ist eigentlich eine Kindheitsfreundin. Ne, wir machen auf keinen Fall. So sehr brauchst du dich nicht aufregen.
Na, das ist nett. Also Sektor 7, ich zeig dir den Weg. Du spinnst wohl! Warum willst du dich nochmal in Gefahr bringen? Mein Gewöhnungssache. Gewöhnungssache? Na, ich weiß nicht. Sich von einem Mädchen helfen lassen? Ein Mädchen? Was meinst du denn damit? Und du meinst, du kannst sowas sagen und ich höre mir das einfach an? Mama, ich bring Cloud zu Sektor 7. Ich bin bald wieder da. Aber sie ist doch erst gerade wieder gekommen. Aber Schatz, ich gebe auf. Wenn du dir was in den Kopf gesetzt hast, hörst du sowieso nicht mehr. Aber wenn du unbedingt gehen willst, warum gehst du nicht morgen? Ja, du hast recht, Mama. Iris, bitte geh und mach das Bett. Ja, wir wollen ja nicht, dass sie jetzt die ganze Zeit ihre Stieftochter nicht sieht. Dann begeben wir uns doch mal nach oben, weil somit kommen wir erst weiter, wenn wir das erfüllt haben. Um zu Sektor 7 zu gelangen, musst du durch Sektor 6 gehen. Sektor 6 ist etwas gefährlich. Du solltest dich also heute Abend ein bisschen ausruhen. Danke, aber Cloud, gute Nacht. Ja. Jetzt läuft unser Mädchen weg. Oh Mann. Richtig, jetzt haben wir keinen Sex. Du scheinst ganz schön müde. Hä? Ich habe schon lange nicht mehr in einem Bett wie diesem geschlafen. Oh ja. Seit damals. Hier sehen wir noch die Mutter von Cloud, die auch so einen komischen Pferdeschwanz hat. Mensch, wie du gewachsen bist. Ich wette, die Mädchen lassen sich nicht in Ruhe. Lassen sie nicht. Ja, Vibrator. Ich mache mir Sorgen um dich. In der Stadt gibt es viele Versuchungen. Es wäre mir wohler, wenn du dich niederlassen würdest und eine nette Freundin hättest. Mach dir um mich keine Sorgen. Du solltest eine ältere Freundin haben, die sich um dich kümmert. Ich glaube, das wäre genau das Richtige für dich. Das interessiert mich nicht. Aber eher der Mutter, da sie sich Sorgen um Cloud macht. Aber wie liegt der denn da? Achso, Leute, hat seine Augen zugehört. Ich muss eingeschlafen sein. Sektor 7 ist in der Sektor 6. Ich sollte es alleine schaffen. Sollten wir auch und deswegen lassen wir auch Aeris in Ruhe und gehen alleine. Ja. Wäre die jetzt aber zum Beispiel gerannt, wäre sie aufgewacht und ja gut, dann, ja. Würden wir es nicht dastehen. Nur noch 7 Minuten, okay. Ja, das ist ein Hund. Was kann der? Was machst du denn hier? Du bist aber ganz schön früh auf. Wie konnte ich dich bitten, mitzukommen? Wo ich doch wusste, dass es gefährlich sein könnte. Bist du fertig? Tja, wenn Mädchen was in den Kopf gesetzt haben, sind sie Sturköpfe wie sonst was. Du musst durch den Slum in Sektor 6, um zu Tifas 7. Himmel zu gelangen. Ich bring dich hin, komm mit. Cloud, du hast keine Chance. Mädchen sind Sturköpfe. Gut, dann bewegen wir uns nach Sektor 6. Aber ich denke mir, wir werden noch ein paar Kämpfe absorbieren und... Obwohl... Doch, da kommt noch ein Kampf. Okay, ich sollte eventuell aufhören zu singen. Mann, wieso gibt's nicht zweimal alle, Substanz alle? Aua, das tut weh, auf mich zu schlitzen. Aua.
gibt doch jetzt kein Limit Break für die Schlaus. Ja, die. Und du auch, die. Boots. Donnerblitz! Hua! Bam! Die! Bitch! Ja, okay, da kann man halt jetzt eigentlich so easy. 96 Erfahrungspunkte. 4 Stück Game Monster. Geil. Ja, doch, wir machen noch einen Kampf, damit Cloud noch ein. Damit Cloud. Ja, doch, ein Level aufsteigt, ist okay. Ja, ich will einen Kampf. Komm schon, gib mir Kämpfe. Okay, egal. Dann halt nicht. Das Tor zur Sekte 7 ist doch drin. Danke, jetzt müssen wir uns also verabschieden. Schaffst du den Weg nach Hause alleine? Oh nein, was soll ich jetzt machen? Ist es das, was du hören willst? Bring sie nach Hause. Ah, komm. Ist das nicht ein Umweg? Vermutlich schon. Können wir eine Pause machen? Können wir gerne. Ja, das ist ein Spielplatz. Cool, wo sind die ganzen Kinder? Hallo Kinder, wo seid ihr denn? So, gut. Ich kann nicht glauben, dass das immer noch hier ist. Why? Why you not? Can you das glauben? Ja, okay, mein Englisch ist nicht so OP. Cloud, hier! Ja, was soll's, denkt er sich und kommt hoch. Warum ich so irritiert nach rechts schaue, ist da unten mein Timer, für wie lange ich den Display laufen lassen werde. So, ich habe immer so geplant, 15 Minuten laufen zu lassen, aber vielleicht wird es ja noch länger. Könnt auch mal schreiben in die Kommentare, wie lange ihr es ungefähr haben möchtet. Von den Let's Plays zum Beispiel, wie, also so Rollenspiele, sowas wie Final Fantasy 7 jetzt, ob ihr da längere Sachen sehen möchtet oder ob das so okay ist. Einfach in die Kommentare schreiben. Welchen Rang hattest du? Rang? Da war ich schon, bei Soldat. Oh, ich war erste Klasse. Genau wie er. Wie wer? Mein erster Freund. Warst du ernst? Nein, aber für eine Weile habe ich ihn gemocht. Wahrscheinlich kannte ich ihn. Wie hieß er? Ist echt nicht wichtig. Da ist ein Jacobo. Nee, Jacobo. Jacobo, Entschuldigung. Ein Jacobo. Cloud! Wie hält da hinten? Tiefer? Das Mädchen in dem Wagen war tiefer? Was macht sie? Sie sah sonderbar aus. Und Nair ist sofort eifersüchtig. Warte! Ich gehe allein nach Hause. Ich gehe allein. Was? Ich gehe allein nach Hause. Geh. What? Dieser Satz hat gar nichts Sinn gegeben. Egal. Und wie spielt Thomas? Okay, cool. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein paar Kämpfe und dann wird der Part beendet. Wird. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Aber ich möchte noch gerne mein Limit Break ist. Ich möchte noch gerne das Level Up hier noch holen, schnell. Obwohl ich nachher echt viel selber leveln fehlen kann, aber. Ja, ich weiß. Okay, ein Haus. Gut, wir hauen gleich auf die Fresse. Au, au, aua, das tut weh. Hör auf. Mutanangriff. Und ich hab's Mutangriff. Oh. Lesen sei gelernt sein. Wie die Aussprache. Junge, ich geb dir einen Donnerblitz. Heute putz. Guck mal, frisst du mein Damage. Das ist eigentlich der stärkste Gegner, den es momentan eigentlich gibt. Der Höhenbombe, oh mein Gott. Au, au, au. Junge, ich zerstöre dich mit meinem Blitz des Lichtes. Donnerblitz.
Wie, du lebst noch? Selbstmordopfer! Oh mein Gott, das tut weh! 28, Junge. Wieder macht es zweimal hintereinander. Das tut auch weh. So, Junge, ich gebe dir jetzt einen Blitz. Wow. Nach 5 Jahren ist er endlich tot. Der Lauch gibt uns gerade mal 44 Erfahrungspunkte. Wirklich? Okay, gut. Nö, dann werden wir den Part jetzt hier beenden und ja, meine Freunde. Ich sag euch einen schönen Tag noch und wir sehen uns das nächste Mal bei einer weiteren Folge Final Fantasy 7. Und ja, ich habe gerade den Namen vergessen.